Man hält es kaum für möglich, aber manchmal trifft man eine Liebe, aus der es kein Zurück gibt. Nun, Victor und ich, das ist eine lange Geschichte. Mein ganzes Leben würde sich von nun an um ihn drehen. Wie ist dein Name? Sarah. Ich fühlte mich wie eine Motte, kurz bevor sie verbrennt. Ich weiß nicht, ob es der Alkohol war oder ob sie sich im Schlaf verwandelt hat, aber als ich aufwachte, war sie irgendwie anders. Du hast das allen Ernstes kommentiert? Aber sicher. Das Problem ist, dass sie mich ein Mann will. Ich habe jetzt schon keine Eier mehr. Ja, dann ist das vielleicht das Problem. Könnten wir ein Zimmer von ihm bekommen? Natürlich hat sie gerne Sex mit mir. Ein Fiasko. Er hat mir das Gesicht zerquetscht. Du nennst das eine Freundin? Ich würde eher Nutte sagen. Oh, oh Claude. Ich bitte dich, bitte nicht. Sie lernt auch gern Matsch. Nicht so wie ihre Frau. Ich trinke auch nichts mehr. Sie ist mein Wodka. Victor Adelmann, schönen guten Abend. Guten Abend. Victor Adelmann? Ja. Wer ist das? Am Anfang haben sie gesagt, dass ich aussehe wie ein Schauspieler, der Bücher schreibt. Mittlerweile sehe ich aus wie einer, der nur Bücher schreibt. Nur einmal. Weißt du, du bist die cleverste Frau, die ich kenne. Aus welchem Grund also wie Giscards Frau? Mir reicht es! Ich liebe die einzige Frau, die ich nicht mit dem, was ich mache, schreibe oder denke, verflucht beeindrucken kann. Fahr nicht so schnell, mein Schatz. Wo ist er? Gleich da, machen Sie ich mal. Ich meine, mein Mann. Nur keine Langeweile. Warum weinst du? Weil er einfach so gut ist. Als Frau würde ich mich so für meinen Geliebten anziehen. Als Mann würde ich mich so verhalten, wenn ich meine Frau loswerden möchte. Mir gefällt, was sie sagt. Von den Menschen über Filme. Ich habe alles, wovon ich träumte.